Hallihallo, ich bin Katrin, die Kleidermacherin, und ich nähe heute mit euch dieses Sommertop aus Jersey. Der Originalschnitt, ich verlinke euch den da oben, ist mit einer Webware. Da habe ich so einen Beleg drinnen, der verstürzt wird, und in dem Fall habe ich ein Jersey-Bündchen da gemacht. Ich zeige es euch da nochmal genauer. Und ich finde es voll nett. Man kann das natürlich auch da vorne ein bisschen so einstecken. Es ist vorne grundsätzlich ein bisschen gekroppt, hinten ein bisschen länger, wie man sieht. Vor allem Rundhalsausschnitt und hinten auch ein Rundrücken. Rundrücken. grundsätzlich ein bisschen breitere Träger und in A-Linie geschnitten. Und das mit einem Jersey. Ja, perfekt. Für den Sommer hätte ich gesagt. Passt nur auf, dass ihr, wenn ihr Nähanfänger seid, also grundsätzlich ist es kein Problem für Nähanfänger, das Top zu nähen. Vor allem nicht mit dem Video, was ich euch da jetzt zur Verfügung stelle. Aber der Stoff, das war schon ein bisschen eine Challenge, muss ich sagen. Weil ich habe das ganze Top ohne Overlock genäht. Ihr könnt natürlich die Overlock dazu verwenden. Aber in dem Fall habe ich mir gedacht, na, ich mache das einmal nur mit der Haushaltsnähmaschine. Und es war doch ein bisschen rutschig. Das große Jersey mit ein bisschen Elastananteil war jetzt nicht die beste Wahl. Aber es fühlt sich so vom Tragen her super cool an. Aber denkt dran, dass wenn ihr eine griffige Baumwolle oder so habt, Baumwoll-Jersey, dass ihr da auf jeden Fall von der Leichtigkeit, vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall besser beraten seid. Gell? Passt. Es ist, habe ich das schon erwähnt, für Nähanfänger. Und ja. Let's go! Ich zeige euch mal, wie man das näht. So, jetzt reden wir mal kurz drüber, was ihr alles braucht. Grundsätzlich braucht ihr das Schnittmuster Sommertop Greta, was in dem Fall im Original aus einer Webware genäht ist. Ist jetzt sehr Schwierigkeitsgröße leicht und geht von Größe 36 bis 54. Ich bilde mir ein, es steht ja auch da, geht bis 130 cm Brustumfang. Also auf jeden Fall auch für größere Größen geeignet. Und ihr braucht stoffmäßig bis Größe 40 1,10 m, bis Größe 48 1,30 m und bis Größe 54 1,50 m Stoff mit mindestens einer Stoffbreite von 1,30 m. Um das nur zur Erklärung, dass das nicht hundertprozentig so passt, aber man kann annehmen, dass man so viel braucht. Ich habe da einen Beleg drinnen. Und in dem Fall nicht. Aber dafür müssen wir dort diese Streifen zuschneiden. Also kann man davon ausgehen, dass diese Menge da ganz gut passt. Was braucht ihr noch? Ihr braucht mindestens eine Nähseide, wenn nicht zwei, weil ich habe diese Naht mit einer Zwillingsnadel genäht. Ihr könnt natürlich auch davon was abspulen, auf einer Unterspule drauf und die dann gemeinsam einspannen. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr braucht nicht unbedingt zwei, aber man tut es einfach leichter. Und vor allem, wenn ihr mit einer Overlock näht, dann kann ich sowieso mindestens drei bis vier Nähseiten empfehlen und eine Zwillingsnadel. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Ich habe da, steht das drauf, nein, es ist ca. 2 mm auseinander. Da gibt es auch ein bisschen was Breiteres, aber mir hat das Zarte eigentlich da ganz gut gefallen. Ihr könnt natürlich auch Zwillingsnadeln nehmen, die ein bisschen breiter sind, ein bisschen weiter auseinander, da probiert es euch einfach aus, oder? Genau, das war's auch schon. Let's go! So, wir fangen gleich mal mit dem Zuschneiden an. Da sind immer ganz große Unsicherheiten, ich versuche es genau, so genau wie möglich zu erklären. Und zwar schneiden wir beide Teile im Bruch zu. Das ist beim Originalschnitt ein bisschen anders, wegen der Verarbeitung. In der Seitennaht haben wir 1 cm Nahtzugabe, unten im Saum 1,5 und da oben bei den Ausschnitten 0 und oben in der Schulter wieder 1. Also vorne im Ausschnitt auch 0 cm. Das ist der Vorteil, wenn man ein Schnittmuster hat, wo keine Nahtzugabe inbegriffen ist. Da setze ich wieder direkt am Bruch zugeschnitten, oben im Ausschnitt 0, oben an der Schulter 1 cm, da wieder 0 und an der Seitennaht 1 cm. Und im Saum wieder 1,5. Zusätzlich schneiden wir 4 cm breite Stoffstreifen zu. Die Länge ergibt sich später bei einer Rechnung, die ich euch noch erkläre. Und also 4 cm sollten es circa breit sein und ja, wenn ihr drei Streifen einmal rausschneidet mit mindestens 60 bis 70 cm, dann habt ihr schon mal alles vorbereitet. Genau, ausschneiden und that's it.
Als allererstes nähen wir die Schulternähte zusammen, dabei legen wir die Teile rechts aufeinander und schließen sie mit 1 cm Nahtzugabe. Ich schneide die Nahtzugaben meistens dann schön zurück, weil wir werden sie nicht versäubern, ist auch nicht notwendig bei Jersey, und bügele die Nahtzugaben auseinander. Um die Länge der Jersey-Streifen zu bestimmen, messen wir den Armausschnitt aus und auch den Halsausschnitt gemeinsam gleich mit dem Rückenausschnitt, also in einem durch. Bei mir waren es 96 cm beim Halsausschnitt und ich glaube 60 cm circa beim Armausschnitt. Dann ziehen wir 15% ab, das heißt entweder durch 100 mal 85 oder mal 0,85. Und bitte über jedem Stoffstreifen links und rechts noch 1 cm zugeben. So, damit der gleichmäßig draufgenäht werden kann. Es muss unbedingt gleichmäßig sein, weil sonst kräuselt sie es an einem Eck und beim anderen nicht. Also das wäre nicht schön. Also unbedingt bei beiden Teilen die Mitte und bestenfalls auch eine Viertel einteilen. Ich bin noch kein gutes Beispiel, aber ich würde es euch wirklich leichter tun. Bei der anderen Seite habe ich Vierteln auch eingeteilt. Genau. Ich stecke mir da auch immer ganz viele Nadeln, die ich dann einfach kurz, bevor ich mit dem Füßchen der Nähmaschine dorthin komme, dass ich die Nadeln einfach rausziehen kann. Dann nähen wir diese Naht mit einem Zickzackstich. Ich habe da die Stichlänge 4 und die Stichbreite so gute 2. Mit dem fahre ich ganz gut und genau, einfach am Anfang und am Ende gut vernähen und mit 1 cm Nahtzugabe einfach die ganze Rundung ausnähen und genau. Ganz wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, dass, seht ihr das, den Stoffstreifen, der wird ein bisschen gedehnt. Und das kann natürlich ein bisschen tricky sein, da hat es mich ein bisschen gefuchst, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil die Maschine hat dann ein paar Stiche ausgelassen, weil ich dann zu stark gedehnt habe. Ja, ihr kennt die Troubles. Aber wie ihr seht, ist das Ergebnis dann wunderschön geworden, auch wo ich mir gedacht habe, ich habe gefuscht. Also bin ganz happy mit dem ganzen Ergebnis und ja. So, einen fertigen seht ihr schon, da habe ich euch nicht mitgenommen, aber das habe ich mal so für mich probiert und es hat geklappt. Aber den einen Streifen habe ich euch schon gezeigt, wie ich den aufgenäht habe und jetzt nähen wir den Halsausschnittstreifen fest. Dazu schließen wir den Stoffstreifen an den kurzen Enden mit 1 cm Nahtzugabe. Dann bügeln wir die Nahtzugabe auseinander und legen diesen Stoffstreifen einmal zur Hälfte und dann zu Vierteln. Und ihr bitte auch gleich zu Achteln, weil wir machen das Gleiche auch beim Halsausschnitt. Und dazu lege ich einfach das ganze Top einmal rechts auf rechts und markiere mir oben an der Schulter einmal die Hälfte. Und es ist nicht die Schulternaht. Achtung, die Schulternaht ist nicht die Hälfte. Die liegt nämlich ein bisschen weiter vorn. Und dann lege ich das Top noch einmal quasi so in die Hälfte, seht ihr das? Dann habe ich nämlich die vordere Mitte und die Rückenmitte. Ihr könnt das natürlich auch gern messen, alles wie ihr wollt. Und dann wäre natürlich Achteln noch sehr schön, damit das einfach schön wird. Und genau. Ich rede immer so gescheit, gell? Und ich lasse das mit den Vierteln. Ich rede mich da einfach raus, dass ich einfach sehr viel Übung habe und ich rate es euch einfach nur, dass ihr Achteln nehmt, weil ihr euch da einfach leichter tut. Seht ihr, das sind so lange Linien und ich pfusche da das herum, aber es ist trotzdem voll schön geworden. Ich spreche immer vom Pfuschen. Es ist überhaupt kein Pfuschen. Es ist gekonnt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will euch eigentlich nur sagen, dass ihr euch da die Arbeit macht, dass ihr das wohl genau macht, weil das sind solche Details, die dann unschön hervorblitzen, wenn es nicht schön ist. Genau. Genau, den Streifen haben wir jetzt auch wieder mit Zickzackstich aufgenäht, so wie den Ärmel, Armausschnitt. Und die Nahtzugaben bügeln wir jetzt in den Streifen hinein. Das ist wichtig, wir wollen den Innenstreifen haben, weil wir wollen nämlich die Optik erzeugen, dass das aussieht wie ein Schrägstreifen, der aufgesetzt ist. Und der ist immer dicker als das Shirt an sich. Manchmal beim T-Shirt ist es so, dass die Nahtzugabe ins T-Shirt geht und das Bündchen
quasi dünner ist. Aber das ist nicht der Effekt, den wir haben wollen. Wir wollen die Nahtzugabe im Streifen haben. Genau, wenn wir diese Schritte jetzt für die Armausschnitte und für den Halsausschnitt gemacht haben, dann schneiden wir die Nahtzugabe auf 8 mm zurück. 7 bis 8 mm. Wir haben mit 1 cm genäht. Das ist nicht immer so schön, meistens, also bei mir auch nicht. Deswegen würde ich sowieso gleich schneiden. Und seht ihr das? Ich schneide das wirklich ein bisschen zurück auf 8 mm, damit der nächste Schritt, dann wird es erst klar, sauber wird. Also da auf jeden Fall ganz vorsichtig zurückschneiden, dass ihr nicht ins Shirt reinschneidet. Genau, und das machen wir halt komplett rundherum, im Halsausschnitt und auch an den Armausschnitten. Und genau. Ich mache da ein bisschen einen Zeitraffer, weil das ist echt eine Sisyphusarbeit, das ist echt nervig. Aber ja, es zahlt halt alles auf ein schönes Ergebnis ein. So, ich habe mich jetzt für die schmälere Zwillingsnadel entschieden. Ich habe zwei Breiten zu Hause. Genau. Habt ihr das schon mal gesehen, wie man da die Nähmaschine einfädelt? Also, ihr habt so grundsätzlich zwei Spulen und ihr könnt da einfach ganz gemeinsam beide Fäden gemeinsam in die Nähmaschine einfädeln. Also alles easy cheesy. Und einen Faden in die rechte Nadel und einen Faden in die linke Nadel. Und ganz normaler Unterfaden. Und das war's auch schon. Genau, wenn ihr das habt, dann stellen wir wieder auf Geradstich und auf Stichlänge 4 von 50, also eher einen größeren Stich. Und Fadenspannung kann bleiben, beziehungsweise wenn kein schönes Stichbild ist, dann eher die Fadenspannung erhöhen. Aber bei mir bleibt sie ja mal so. Genau, so schaut das jetzt aus. Dieser Stoffstreifen, der hängt jetzt noch so lose. Den klappen wir ganz gleichmäßig nach innen und nähen den mit der Zwillingsnadel, mit dem Geradstich und mit dem Viererstich und eventuell mit einer höheren Fadenspannung einfach fest. Ich vernähe am Anfang und am Ende und habt ihr gesehen, ich greife immer zu den Fäden da hinten und ziehe da ein bisschen an, damit die Maschine den Stoff nicht frisst. Und somit schaue ich, dass ich einfach ein gleichmäßiges Stichbild habe und immer... Seht ihr das immer gleichmäßig von dieser Kante entfernt? Nee, schau, dass ich keine Falten reinkriege. Ich bin immer mit dem Zeigefinger, mit dem Mittelfinger, seht ihr das, immer unten drinnen und fühle immer, wo ich gerade bin. Also schön langsam und das muss ich sagen, ist ein leichterer Schritt gewesen, als weil da habe ich eigentlich weniger Probleme gehabt, dass irgendwie was rutschig wäre oder so. Das schaut schwieriger aus, als es ist. Bei mir war eher das Problem, diese Streifen aufzunähen. Keine Ahnung. Ich bin neugierig, wie es euch geht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es euch gegangen ist. Genau. Genau. Jetzt nehmen wir den Armausschnitt und den Halsausschnitt. Und ja, dann ist einmal schon das meiste getan. Ich schalte einen Zeitraffer ein, weil es jetzt ziemlich fad, mir da jetzt noch weiterhin zuzuschauen, oder? Also geben wir ein bisschen Gas. In der Zwischenzeit würde ich euch bitten, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video gefällt und meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr in Zukunft noch mehr Videos von mir sehen wollt. Und genau, so eine kurze Randnotiz am Rande oder mittendrin oder so. Aber weiter geht's. So, jetzt wird es noch einmal spannend. Wir schneiden jetzt die Nahtzugabe, die jetzt da noch frei hängt, weg. Und zwar, das wird da in der Industrie so gemacht, mit der Coverlock wird das natürlich noch schöner, aber es ist, finde ich, auch so ein total schönes Ergebnis und genau, also mega, oder? Und das macht es einfach beim ganzen Shirt, an den Armausschnitten, am Halsausschnitt und da könnt ihr euch ein bisschen spülen. Nein, es ist wirklich ein bisschen blöd, weil man immer schauen muss, dass man mit der Schere nicht in den Stoff reinschneidet, aber ihr schafft es schon, bin ich davon überzeugt. So, jetzt haben wir schon richtig weit. Jetzt schließen wir die Seitennähte, indem wir das Top rechts auf rechts legen und die Seitennähte stecken. Ich habe mir das wieder mit Zickzack genäht, damit das Top dehnbar bleibt. Also der gleiche Stich, wie ihr zuerst die Jersey-Streifen aufgenäht habt.
Und falls euch in der Seitennaht das auch stört, dass das so dick ist und so wegsteht, dann macht es so wie ich. Ich lege mir die Nahtzugaben ins Vorderteil und nähe einfach nur den oberen Teil der Nahtzugabe ein bisschen fest, damit es einfach nicht so lose hängt. So, der letzte Schritt ist eigentlich nur mehr der Saum. Und zwar gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber ich mache in dem Fall, ich schlage das einfach zweimal ein. Ihr könnt es auch vorher einmal mit der Overlock versäubern und einschlagen. Dann wird es vermutlich gleichmäßiger. Aber jo, ich mache es in dem Fall so, stecke mir dazwischen durch immer Nadeln, bügel sogar ein bisschen fest, weil bedenke, wir müssen oder wir wollen mit der Zwillingsnadel dann von außen, also von der rechten schönen Seite nähen und da muss es einfach unterhalb schön sein und deswegen bereiten wir das vor. Manche im Nähkurs wollen es auch gerne heften, können es auch gerne machen. Jo, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber in dem Fall zeige ich einfach so, wie ich das mache. Und jo, genau. So, wirklich der letzte Schritt ist, wir nähen von rechts mit der Zwillingsnadel die gleichen Einstellungen wie vorhin einfach ab. Deswegen Zwillingsnadel, weil wir wollen, dass der Saum dehnbar bleibt. Das Shirt ist eigentlich so weit geschnitten, dass es nicht dehnbar sein muss, aber jo, mein Gott, wir machen das trotzdem, weil es einfach von der Optik her total schön ausschaut, diese Zwillingsnaht. Ihr könnt es auch mit der Coverlock nähen, ihr könnt jetzt auch einen Zickzackstich nehmen, aber die Zwillingsnaht ist einfach die schönste Lösung. Genau. That's it! Ja, habt ihr Fragen, habt ihr Wünsche, Anregungen, Beschwerden, rein in den Kommentaren. Ich lese mir die ganz regelmäßig durch, also lasst mir gerne ein Liebeskommentar da, falls euch die Arbeit gefällt und ja, falls ihr Lust habt, es noch zu machen. Ja, schreibt rein, wie es euch gegangen ist. Und Schnitt wisst ihr, wo ihr findet und das werde ich alles unten verlinken. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr kennt was damit anfangen, kennt das nachnähen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Es werden immer wieder frische Inhalte raufkommen. Tschüss. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.